Dollarschwäche: US-Präsident Donald Trump will die US-Währung wieder stärker sehen. Foto: AFP. Davos: Präsident Donald Trump hat klargestellt, dass seine Wirtschaftspolitik weiterhin auf einen starken Dollar ausgerichtet sei. Äußerungen seines Finanzministers Steven Mnuchin, die auf eine Abkehr von diesem Kurs schließen ließen, seien aus dem Zusammenhang gerissen worden, sagte Trump am Donnerstag in Davos. Mnuchin hatte am Mittwoch gesagt, ein schwächerer Dollar sei offenkundig gut für uns. Daraufhin fiel der Kurs der Währung prozentual so tief wie seit 7 Monaten nicht mehr. Am Donnerstag bemühte sich Mnuchin dann um eine Relativierung seiner Äußerungen. Seine Kommentare seien ausgewogen gewesen und er habe lediglich betont, dass die US-Regierung kurzfristig nicht über den Dollarkurs besorgt sei. Trump sagte am Donnerstag dem US-Sender CNBC, der Dollar sollte auf der Stärke des Landes beruhen. Letztendlich will ich einen starken Dollar sehen. Der Dollar legte daraufhin zu. Die Wall Street gab indes einen Teil ihrer Tagesgewinne wieder ab. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, wo Trump sich derzeit aufhält, war Kritik an der Dollarschwäche geäußert worden. Italiens Wirtschaftsminister Piccolo Padoan hatte erklärt, es sei besonders besorgniserregend, wenn die USA den Kurs des Dollar zu sehr herunterritten. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire forderte, Währungen sollten die wirkliche Stärke einer Volkswirtschaft widerspiegeln. Dies sei die Position der 7 führenden Industrienationen, G7, und er hoffe, dies gelte auch weiterhin, sagte Le Maire mit Blick auf die Dollarschwäche. Montag, 29. Januar 2018, 18 Uhr Berlin. Die Zukunft der Europäischen Union. Dienstag, 6. Februar 2018, 18.30 Uhr Berlin. Clubgespräch: Die Zukunft ist schon da. Wie sich die Mobilität wandelt. Donnerstag, 15. Februar 2018, 19 Uhr Düsseldorf. Galerie-Event mit Leon Löwentraut. Freitag, 16. Februar 2018, 10 Uhr Nürnberg. Messen im Zeitalter der Digitalisierung. Mittwoch, 31. Januar 2018, 19.30 Uhr Düsseldorf, The Future of Urban Lifestyle und Design. Montag, 19. Februar 2018 Berlin, 23, Handelsblatt Jahrestagung Pharma 2018 zum Wirtschaftsclub. Während Trump sich nach einem starken Dollar sehnt, hoffen die Währungshüter in Europa, dass der Euro nicht noch weiter steigt. Denn ein starker Kurs der Gemeinschaftswährung würde tendenziell die Inflation bremsen, die ohnehin noch weit von der Zielmarke der EZB entfernt liegt. Doch es gibt auch Stimmen, die auf der März-Sitzung eine Diskussion darüber erwarten, ob aus dem geldpolitischen Ausblick die Option gestrichen werden soll, die billionenschweren Anleihenkäufe im Notfall erneut auszuweiten. Die EZB hatte die Option einst in den Ausblick aufgenommen, als der Währungsraum in eine gefährliche Abwärtsspirale bei Preisen, Löhnen und Investitionen, in der Fachwelt Deflation genannt, zu geraten drohte. Dies ist inzwischen nicht mehr der Fall. Die meisten Investoren rechnen nicht mehr mit einer erneuten Ausweitung der